Das ist dann jetzt der, wie fehlt da jetzt? Dritte Teil von Suba. Meine ich zumindest. Und ja. Ja, es muss erstmal ewig lang warten hier, oder? So wie es aussieht. Okay, machen wir den Ton ein klein bisschen leiser. So. Nein, so. Nein, wir holen den Henker Bruce nicht. Und wir können hier schon eine Truhe öffnen. Sehe ich gerade. 39 Münzen und es war's einfach. Was? Lächeln, hast es dir verdient. Glückwunsch, es war nicht leicht, aber du hast dein Sparschwein gefüllt. Okay. Ja, es ist einfach nur dumm. Es kostet 40 Münzen zum Öffnen. Aber man kriegt 40 Juwelen, aber man kriegt 44 zurück. Das ist toll. Okay. Ja, wir können noch eine öffnen. Und hier können wir auch noch mal. Was einsammeln? Freischalten in einer Stunde. So, jetzt läuft die eine Stunde hier ab. Nehmen wir nochmal den Prus. Wie sieht es denn hier jetzt aus? Okay. Was ist denn das für eine Pfote? Ja, das sieht man dann, wenn man es hat. So, und der hat den Nitro-Speer. Ja. Also, dann geht's jetzt los. Ich habe es auch schon, als ich mal, also kein Video gemacht habe, aber trotzdem mal gespielt habe, habe ich gemerkt. Es gibt manchmal auch Waffen, die einfach extrem gut sind. Also, es ist ja so, es gibt von jeder Waffe Granaten. Wir haben ja hier Granate. Ja, die hier direkt liegt. Die ich nicht einsammeln konnte. Einfach mal. Silber, Bronze, Silber, Gold und noch normal. Und es gibt da noch was anderes, das ist noch einfach legendäre Waffe, glaube ich. So, jetzt haben wir schon mal die silberne Granate und den silbernen Speer. Und es wäre auch ganz gut, wenn wir jetzt mal noch wieder ein Medikit kriegen, weil wir haben jetzt direkt am Anfang schon Leben verloren. Ist natürlich nicht so toll. Ja. Man sieht ja auch, die Granaten werden dann auch klein, wenn man sie schon hat. Und so, und ja. Bringt ja nichts, sie nochmal einzusammeln. Ich weiß nicht, ob ich dich da wirklich anlegen sollte. Das Problem ist, dass ich kein Medikit habe. Deswegen gehe ich lieber mal erst ein Medikit finden und dann, ja, wie gesagt, im Kämpfen. Weil es wird sonst nichts. Da haben wir einfach einen goldenen Speer, aber das Problem ist, dass der Fuzzi hat jetzt eingesammelt. Wie kommen wir jetzt dahin? Einfach hingehen so. So, dann nehmen wir das Grüne hier. Was ist das? Ja, lol. Der kommt jetzt nicht auch noch mit so einem Scheiß, oder? Will die mich verarschen? Das war's leider. Leider. Ja, wurden wir nur Neunter. Sehr, sehr schade, aber so ist es halt. Und was für eine Truhe bekommen wir? Wir bekommen eine. Wahrscheinlich Werkzeugbox, oder? Ah, nee, gar keine. Ja, erst brauchen wir 2 Sterne. So.
Ja, dann warten wir jetzt kurz, bis hier fertig ist. So. Mission geschafft, Belohnung einlösen. Es gibt ja auch noch täglich so Ding da. Missionen. Töte drei Charaktere. Wir haben noch keinen einzigen Kill. Ja, das ist natürlich schlecht. Verbessere einen Charakter und ja, die Matchkiste haben wir schon geöffnet. Weiter geht's, den nächsten Kampf. Wir wollen dann noch diese drei Charaktere besiegen. Ja, dann warten wir jetzt kurz bis. Nein, nee, wir warten jetzt nicht. Das geht jetzt direkt los. Und das Problem, ich hasse es, wenn ich immer irgendwo auftauche, wo schon Gegner sind, die schon Waffen haben. Und ich halt noch keine. Und er hat sie sich einfach geschnappt. Also noch. Achso, hä, ich habe ja schon eine Granate. Wo habe ich die jetzt her? So, dann. Ja! Wo werfe ich gerade die Frage? Mist! Oh nein, wir hatten die goldene Granate. Wir hatten eigentlich so noch gar noch ein Medikit, aber das war gar nichts. Das war ja absolut überhaupt nichts. Absolut nichts. Schlechter kann man es eigentlich fast nicht machen. Ich sage extra fast, weil man kann schon schlechter machen. Man kann alles schlechter machen. Machen wir jetzt einfach direkt den nächsten Kampf, weil wir haben so schnell verkackt, dann auch schnell wieder rein. Wenn man schnell rauskommt, muss man auch schnell wieder rein. Ganz einfach. Dann geht's los. Da ist schon mal eine gewöhnliche Schrotflinte. Und hier. Was ist eine Bronze? Ne, eine normale Granate. Warum kommen die nie so weit? Sind sie aber für Kugeln? Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Ach du Scheiße, jetzt bin ich in irgend so ein Teil da reingegangen. Und jetzt sind wir außerhalb der Zone. Ich glaube, das war es auch wieder schnell. In dieser Runde. Jetzt brauchen wir schnell ein Medikit. Sonst wird das nichts mehr. Das ist schon mal klar. Sonst wird das nichts mehr. Ist nicht sogar so, dass man Medik jetzt nur kriegt, wenn man einen killt? Keine Ahnung, ich glaube sogar, ich glaube, es ist sogar so. Das heißt, ganz vergessen. Oder man muss warten, bis jemand dann gekillt hat und es dann schnell schnappen. Aber das war's. Ach doch. Besser als letztes Mal, aber trotzdem nicht wirklich erfolgreich nicht. Und jetzt. Ja, wusste ich doch, dass wir eine Werkzeugbox kriegen. Ja, also wir sind gerade wirklich. Ja, wir sind gerade nicht so erfolgreich. Wir sind gerade echt wirklich gar nicht erfolgreich. So. Und ja. Was ist das eigentlich hier? Ah, wir können kriegen noch mal drei Juwelen. Hier haben wir jetzt diese Pfote. So, was ist das? Toll, eine Verbesserung für Bruce. Wow.
Ah, und den können wir auch schon jetzt verbessern, da wir genug haben. Upgraden. Und somit haben wir auch die Mission geschafft. Wir haben immer noch 0 Kills. Machen wir nochmal einen letzten Kampf. Zum Abschluss des Parts. Und jetzt wollen wir nochmal alles geben. Für den Sieg. Den wir irgendwann schon mal machen. Kriegen wir. Also, erstmal einen silbernen Speer. So. Und hier haben wir noch eine Granate. Dann haben wir jetzt schon mal Waffen. Nicht die besten, aber es sind trotzdem Waffen. Und dann haben wir auch den Kill und eine goldene Granate. Eine legendäre. Sogar. Das kam auch gerade oben am Bildschirm. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Jetzt tschüss mit euch. Ich sammle hier wieder ein paar Sachen. Was ist das Grüne jetzt? Ah ja, wieder das. Wie lange geht es? Ich glaube, bis die das kaputt machen oder so. Das kann gut sein. Aber es ist ja auch gar nicht unauffällig, wenn so ein Kasten da im Gebüsch rumläuft, oder? Ja, okay, jetzt sind wir wieder draußen aus dem Teil. Jetzt, also sobald man schießt. Und der hat schon ein bisschen viele Waffen. Ein bisschen viel Heilung. Leben. Was hat der für einen Stiefel? Ja, wieder nur 7. Und nochmal eine Truhe. Eine Smaragdkiste sogar. Das heißt Chance auf einen neuen Skin. Charakter. Das wäre natürlich Weltklasse, wenn wir jetzt einen Charakter neuen Charakter kriegen. Würde ich sagen. Oh, 48. Hohe Chance. Nee, wir warten lieber die 12 Stunden. Dazu müssen aber erst die anderen Truhen auch noch geöffnet werden. Machen wir die kurz direkt. Okay. Jetzt können wir das Item verbessern. Zack. Wir können auch dieses Sparschwein da. Ich hatte es schon mal, aber dann ist es abgelaufen. Dann kaufen wir das einfach mal. Ja, 44 Juwelen, wie es da steht. 59 Münzen und das war's. Toll. Das heißt, wir haben jetzt wieder gleiche Münzen, nur halt mehr. Gleich viele. Smaragde. Nur halt mehr Ding. Ne, wir können sie ja noch nicht öffnen. Dann, zack. In 12 Stunden wird sie freigeschalten. Das heißt, im nächsten Teil öffnen wir die große Smaragdkiste. Würde ich sagen, bis zum nächsten Teil und tschüss.